Jo, meine Leute, willkommen damit zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal vom lieben Lumpy. Ja, Leute, ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich nicht Lumpy bin. Und zwar bin ich Tim, aka MrDNA. Ich denke mal, die meisten von euch kennen mich schon. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin halt auch ein Minecraft-Bedwars-YouTuber. Und Lumpy hat mich einfach darum gebeten, ein Gastvideo zu machen. Warum genau, weiß ich sogar gar nicht, Leute. Ich vermute einfach mal, dass er momentan kaum Zeit hat, beziehungsweise vielleicht verreist ist, was auch immer. Und ja, deswegen habe ich halt einfach mal dazu bereit erklärt, ein Gastvideo zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und Lumpy natürlich auch, wenn ihr so seht, yo, es kommt gut an. Mein Kanal gibt es nicht down, die Community ist immer noch am Start. Also dann könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like droppen, das freut uns beide sehr. Und ja, Lumpy meinte auf jeden Fall mal, dass ich das heutige Video ein bisschen dem Thema Hate widmen soll. Wie ich sozusagen mit Hate umgehe, weil ich ja ein YouTuber bin, der momentan relativ stark gehatet wurde und wird. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich um den Typen hier gekümmert bekomme. Oh Gott, Leute, das macht er nicht schlecht. Hab ihn down. So, da muss ich jetzt nochmal runtergehittet bekommen, das ist gerade richtiges... Oh Gott, Leute, krank. Das ist gerade übelstes Struggeln. Um hier zu überleben. Jetzt muss ich hier nochmal runterhitten. Ich komme gerade gar nicht zum Thema. Ja, moin, Leute. So, hier zuerst mal das Bett jetzt gegönnt. Sehr, sehr schön. Er respawnt wahrscheinlich nochmal, oder? Nee, doch nicht. Okay, das ist jetzt tatsächlich ganz soft und entspannt. Dann kann ich auch mal mit dem Thema anfangen. Und zwar habe ich mittlerweile eine relativ große Community. Mittlerweile fast 41.000 Abonnenten. Wozu ich mich natürlich auch nochmal bei jedem Einzelnen hier bedanken will, der das Video sieht und mich eventuell abonniert hat. Echt ein richtig fettes Dankeschön, dass wir zusammen schon so viel erreicht haben. Und ich denke mal, wie sich natürlich auch jeder andere denken kann, ja, wächst halt eben auch natürlich mit der Reichweite die Hateranzahl. Es gibt Leute, die mehr gehatet werden, Leute, die weniger gehatet werden. Und ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die mehr gehatet werden. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich halt relativ viel Clickbait früher betrieben habe. Momentan versuche ich mich auch zu bessern, mache weniger Clickbait-Videos und versuche ein bisschen mehr auf Qualität zu gehen, beziehungsweise auf, ja, Challenges oder sowas, was euch ja natürlich auch unterhält, aber mache jetzt nicht mehr so viele Godbridge-Videos oder so, weil das halt teilweise echt nicht gut, weil das halt teilweise echt nicht mehr gut ankam. Und gut, er ist down. So, dann schnell da runter. Und ja, das ist halt einfach schon mal so eine Sache, wo relativ viele Hater entstanden sind. Es gibt natürlich viele Hater, die mich halt einfach als Hurensohn oder sowas bezeichnen. Da muss ich ganz ehrlich sein, sowas nehme ich mittlerweile gar nicht mehr ernst. Solche Kommentare lösche ich einfach, weil solche Beleidigungen, die will ich halt einfach nicht stehen haben. Auch einfach aus den Aspekten, dass ich vielleicht Zuschauer habe, für die sowas unangemessen ist. Obwohl ich halt einfach mal denke, dass das mittlerweile im heutigen Zeitalter eher seltener sein sollte. Aber wie gesagt, sowas möchte ich halt einfach nicht in meinen Kommentaren stehen haben. Und dann gibt es noch begründete Kritik, die halt ziemlich konstruktiv ist und die nehme ich mir schon eher zu Herzen, beziehungsweise die nehme ich mir sogar sehr stark zu Herzen. Und das also finde ich persönlich auch eine relativ nice Art, so jemanden zu supporten. Wenn jetzt zum Beispiel sagt, yo, deine Videos gefallen mir echt gut, aber die Hintergrundmusik könntest du vielleicht ein bisschen lauter machen, dann würde mich das Video noch mehr entertainen oder so. Einfach, wenn ihr wirklich was schreibt, was kann ich sozusagen machen, damit euch mein Video besser gefällt. Und sowas ist halt wirklich ganz nice, wenn jetzt Leute... Ja gut, er hat an, das ist auch sehr, sehr entspannt, Leute. Zuerst mal noch gegen Hacker hier GM. Also momentan läuft es einfach. Im Gameplay bekomme ich echt nichts gerissen, weil ich ja andauernd gegen Hacker, Targeter, Sandwicher oder gegen andere Abfucker spiele. Es bockt momentan, es bockt richtig. Ich sitze jetzt hier an dem Gast, aber Leute, seit, keine Ahnung, einer Stunde 15 oder so. Einfach nur, weil ich das Gameplay verkacke. Und das Commentary ist halt auch nicht gut. Es tut mir aber leid. Ich denke mal, das wird nicht unbedingt mein bestes Video werden. Aber ich hoffe einfach mal, dass es für euch fit geht. Weil ich bin gerade echt ein bisschen verzweifelt, wie ich das hier hinbekommen soll. Weil, wie gesagt... Mein Gott, es ist doch nicht mehr... Alter, es ist so lächerlich, Mann. Ich bekomme gerade richtige Aggressionen auf den Typen. Er denkt halt Rush-Modus. Yo, dann kann ich ganz obvious einen Reducer reinmachen. Und wenn ich von oben gehittet werde, ist ja der Rush-Modus so. Er ist ein richtiger Experte. Mein Gott. Ich hoffe einfach mal, dass ich in der anderen jetzt down bekomme. Sehr, sehr schön. Mal ganz im Ernst. Also gegen solche Leute sollte auch Team einfach legitim sein. Also das ist wirklich lächerlich. Und ja, dieser konstruktive Hate, das ist eigentlich meiner Meinung nach sogar... Also beziehungsweise die konstruktive Kritik, das ist echt eine ganz coole Form von... Support auch. Und da mache ich jetzt mein MLG drauf und versuche den erstmal down zu bekommen. Bitte klappt. Wenn es klappt, Leute, das wäre episch. Das wäre episch. Ja, Mann. Chillig. Hacker down. Hacker down. Oh mein Gott, Leute. Es läuft. Es läuft einfach. Der Hase läuft. Und ja, ansonsten, glaube ich, habe ich einfach fast gar nichts mehr zu dem Thema zu sagen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr mal so gerne auf meinem Kanal mit Lumpy sehen wollt. Ob ihr irgendwie so eine Formatidee hättet, wie zum Beispiel Minecraft-Witze oder so. Ob es da irgendwas gäbe, was euch entertainen würde. Weil Lumpy ist jetzt ja nicht so der Minecraft-PvP-Taktiken-Skiller, Vorsteller, was auch immer. Lumpy... Applaus, entertaint ja ein bisschen mehr und dann bräuchte ich natürlich auch irgendwie so ein Format, wo man ein bisschen drüber schmunzeln kann, was ich mit ihm auf seinen Kanal bringen kann, dass er auch seine Lache auspacken kann, wofür ihn wahrscheinlich auch alle, ja, beziehungsweise jeder Lumpy-Fan wird ihn wahrscheinlich auch für seine Lache feiern, also ich feiere sie auf jeden Fall heftig, Leute, und das ist halt einfach so ein bisschen das Ding, da müsst ihr einfach mal reinschreiben, jo, auf was hättet ihr die Lust und ansonsten setze ich das auch gerne mal um und ich bin gerade sowas von außer Atem, Leute. Boah, ich glaube gerade gar nicht, wie schwer es für mich ist, diesen Gasterblatt aufzunehmen. Ich bin komplett am Arsch. Ich kann nicht kommentieren. Ich kann gerade nicht spielen. Puh, ich muss mich jetzt einfach ganz kurz mal ein bisschen erholen und aufs Gameplay achten. Das Commentary wird wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen darunter leiden, aber soll es mir recht sein, Leute. Die Runde will ich jetzt einfach echt mal ganz gerne gewinnen. Und ich hoffe, es hat euch einfach bis dahin unterhalten, das Video.
Wenn nicht, tut es mir wirklich leid, aber boah, ich glaube, ich werde auch krank oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall fühle ich mich momentan echt nicht großartig in der Lage zu kommentieren. Ich bin echt gefickt, Leute. Muss ich einfach mal sagen an der Stelle. So. Okay. Nee, er ist nicht down. Okay, ich laufe jetzt einfach zu ihm durch und suicide mich ansonsten. Oder er suicidet sich schon. Nee, er suicidet sich nicht. Oh, ich dachte gerade, ich springe runter und hat das Bett noch nicht abgebaut. Das wäre auch mal wieder so ein richtiger Move von mir, ey. Aber das habe ich zum Glück doch nicht gemacht. So, ich hoffe mal, der läuft jetzt nicht zurück, sondern geht einfach straight weiter zu mir. Aber, oder? Der geht weiter? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann es gerade nicht sehen aus dem F5-Modus. Okay, es scheint so, als würde er weitergehen. Dann ab die Post zu ihm. Ich bin echt motiviert und real... Ich bin motiviert, zuversichtlich, genau, dass ich jetzt hier in diesem Rush bekommen werde. Komm, ich mach einfach den 31er. Ja, moin Leute, GG. Dann würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal bei Lumpin Abo droppen würdet und dieses Video positiv bewertet. Wäre auf jeden Fall echt sick, Leute. Und dann würde ich sagen, haut da rein, Leute. Ciao.